Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Erklärung zum Statement des Bundeskanzlers und möchte Sie darauf hinweisen, dass Fragen heute nicht vorgesehen sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher und Menschen, die in Österreich leben, wie Sie wissen, hat der Herr Bundespräsident die Obleute der drei stimmenstärksten Parteien ersucht, Gespräche miteinander zu führen. Sinn dahinter war, auszuloten, Möglichkeiten auszusondieren, ob eine Zusammenarbeit möglich ist. Diese Gespräche haben vergangene Woche stattgefunden. Wir Parteiobleute haben gestern dem Herrn Bundespräsidenten über die Inhalte informiert und unsere politische Einschätzung gegeben. Heute Mittag hat Bundespräsident Van der Bellen in einem öffentlichen Statement erklärt, wie der Prozess zu einer Regierungsbildung weitergehen soll. Die Grundlage einer Demokratie ist eine parlamentarische Mehrheit. Und wie der Herr Bundespräsident ausführte, ist es der Fall, dass die stimmenstärkste Partei keine parlamentarische Mehrheit findet. Der Herr Bundespräsident hat daher heute mir den Auftrag zur Bildung einer neuen Bundesregierung erteilt. Ich nehme diesen Auftrag in aller Redlichkeit und Ernsthaftigkeit an und werde hart dafür arbeiten, dass Österreich eine stabile, von einer breiten Mehrheit im Parlament getragene Bundesregierung erhält. Sie alle wissen, wofür ich stehe. Ich war in dieser Hinsicht vor der Wahl sehr klar und stehe zu dem, was ich im Wahlkampf versprochen habe. Denn Politik kann nur Vertrauen zurückgewinnen, wenn sie verantwortungsbewusst handelt und tatsächlich eben auch ihr Wort hält. Ich stehe für eine Politik der Stabilität und für eine Politik der Mitte, für eine Politik, die hält, was sie verspricht und versucht, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen, um eben für Österreich und seine Bevölkerung die besten Lösungen zu finden. Wie geht es nun weiter? In Österreich gibt es kein Mehrheitswahlrecht. Das heißt, in Österreich braucht es Koalitionen, um eine Mehrheit im Parlament zu bekommen und daraus heraus eine stabile Regierung bilden zu können. Dazu braucht es Inhalte und eben Partner. Was mir besonders wichtig ist, das Wahlergebnis ist mit Sicherheit kein Auftrag zu einem weiter wie bisher. Unser Land braucht Veränderungen und Reformen und sie braucht das mit Mut und Tatendrang, damit wir die herausfordernde Zukunft bewältigen können und vor allem, und das ist das Wichtigste, gerade durch dieses Zeichen, dieses Wahlergebnisses, vor allem die Sorgen der Menschen besonders ernst nimmt und ins Zentrum ihres Tuns steht. Ich werde bei allen Gesprächen, die ich in den kommenden Wochen führe, versuchen, die Sorgen und Ängste aller Menschen in Österreich mitzubedenken und in die Verhandlungen mitzunehmen. Vor allem auch die Anliegen jener, und das ist mir jetzt besonders wichtig, die uns dieses Mal ihr Vertrauen nicht geschenkt haben. Sie dürfen ebenso nicht ungehört bleiben. Kein weiter wie bisher heißt auch, dass es Kernfragen gibt, die dringend einer Lösung bedürfen. Diese Kernfragen werden auch meine inhaltlichen Schwerpunkte bei den Gesprächen der kommenden Wochen sein. Und die sind aus meiner Sicht die Standortpolitik, die Wirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes sind die große Zukunftsfrage, wenn es um die Frage des Wohlstandes geht. Österreich ist in einer mehr als schwierigen Phase und nicht nur Österreich, sondern viele EU-Mitgliedstaaten. Und wir müssen daher Maßnahmen setzen, um die Wirtschaft und den Standort zu stärken, um unseren hart erarbeiteten Wohlstand auch tatsächlich sichern zu können. Das nächste Kernthema ist aus meiner Sicht Migration und Integration. Diese gehören zu den größten Herausforderungen der kommenden Jahre und sie waren es auch schon in den vergangenen. Auch da wieder nicht nur für Österreich, sondern für die ganze Europäische Union. Österreich hat hier bereits eine Fülle von Maßnahmen gesetzt, aber es braucht mehr, um den Problemen
die daraus entstehen, auch tatsächlich gerecht zu werden. Das nächste große Kernthema in den Verhandlungen wird sein, es braucht ein Gesundheits- und Pflegesystem, das tatsächlich für die Menschen da ist. Das heißt für mich flächendeckende Versorgung und vor allem kurze Wartezeiten. Das ist auch der Anspruch, den die Wählerinnen und Wähler haben, gegenüber einem hochentwickelten Wohlfahrtsstaat. Dieser Wohlfahrtsstaat finanziert sich aber nur durch Menschen, die bereit sind, Leistung zu erbringen und zu arbeiten. Daher müssen wir auch dafür sorgen, dass sich Arbeit in unserem Land auch tatsächlich lohnt. Und ungeachtet der Inhalte werden wir auch eine neue Form des Regierens und des Miteinanders finden müssen. Ich sage das sehr bewusst, weil das auch ein Teil des kein weiter wie bisher sein muss. Ich werde daher in den kommenden Wochen dem Wunsch des Bundespräsidenten entsprechend in vertiefende Sondierungsgespräche und Verhandlungen mit der SPÖ eintreten. Diese Gespräche sind ein erster, wichtiger Schritt, aber mit Sicherheit nicht der letzte. Im Sinne einer stabilen parlamentarischen Mehrheit wird es einen dritten Partner brauchen, um diese Mehrheit zu gewährleisten und daraus ableitend auch die wirklich wichtigen, notwendigen Veränderungen und Reformen auch anzupacken und vor allem aber auch durchführen zu können. Und ich werde auch hier ganz ehrlich zu Ihnen sein. Ich kann Ihnen heute noch nicht sagen, ob diese Gespräche und Verhandlungen tatsächlich zu einer Regierungsbildung führen werden. Was ich Ihnen aber versprechen kann, ist, dass ich im Sinne der Stabilität, der Verlässlichkeit und der Verantwortung für unser Land handeln werde. Und lassen Sie mich abschließend noch sagen, es geht hier nicht um meine Person. Es geht darum, ob und in welcher Form wir das Beste für unsere Heimat Österreich und vor allem die Menschen in unserem Land erreichen können. Mein Antrieb ist es, unser Land positiv zu gestalten, wieder Zuversicht zu geben den Menschen, die jetzt gerade in diesen schwierigen Zeiten leben, vor allem aber auch gesellschaftlich Gräben zu überwinden und die Gemeinsamkeit in der Politik und der Gesellschaft wieder zum Maßstab allen Handelns zu machen. Vielen Dank. Herzlichen Dank und Ihnen danke ich sehr für Ihr Kommen. Auf Wiedersehen.